Sie versprechen Schönheit und Wellness. And it's just so fun, like, of course I want a face massage. Sie versprechen Glück. Lots of different crystals. Und Spiritualität. Er hilft uns dabei, Mitgefühl zu entwickeln. Und er kann auch dabei helfen, das Herzchakra zu öffnen. Wir wollten wissen, was hinter dem Hype um die Crystals steckt. Und haben ihre Spur verfolgt. Bis zu den Memes. Auf dem Weg nach Hannover, zu einer Edelsteinmesse. Dort wollen wir mehr über den Trend erfahren, der in schillernden Clips auf allen Plattformen abgefeiert wird. I personally love crystals. I feel like they hold a very, very, very beautiful energy. Mineralien sind zum Lifestyle-Produkt geworden, ob als Gesichtsroller oder Massagestein Gua Sha. Under my eyes. Die Tränensäcke ausrollen, die Lymphflüssigkeit in Bewegung bringen. Vom oberen Lid zum Ohr. 7 Wiederholungen pro Seite. Dann braucht ihr auch keine Anti-Aging-Cremes mehr. Der Steinhype ist überall. Hi Vogue, ich bin Claudia Schiffer. Ich bin Bill. Geht's kein Dorf. Ich bin Batmoms Jay. Und ich zeige euch heute, was sich alles in meiner Handtasche findet. Sogar Topstars ziehen die Crystals demonstrativ aus ihrer Tasche. Lots of different crystals. This one's in the shape of a heart. Das ist ein Rosenquarz. Auch Energie für so Liebe und Self-Love und sowas. Ich wirke viel zu esoterisch, ich bin so eigentlich nicht, aber ich habe den auch dabei. Der Trend aus Hollywood, er lässt sich auch hier in Hannover besichtigen. Steine für jeden Anlass und immer wieder Rosenquarz. Wir dachten, hier würden vor allem ältere Kunden und Kundinnen herkommen, aber nein. Also als Kind hat man das eher so hobbymäßig gesammelt, aber ich glaube, gerade so in unserer Generation ist man so ein bisschen darauf zurückgekommen, dass das auch eine Wirkung auf einen hat, die ganzen Steine. Also, ja. Also, vor allem, also jetzt gerade in unserer Generation wird das sehr viel durch Social Media auch gezeigt. Ja. Also, da sehen wir auch viel sowas, auch die Wirkungen, die diese Steine haben. Und ich glaube, deswegen kommen wir alle da so ein bisschen gerade drauf zurück. Mhm. Und in welcher Form habt ihr das vielleicht schon zu Hause? Als Steine und auch als Schmuck. Mhm. Also Steine, die einfach auf dem Tisch liegen und auch als Schmuck, ja. Und habt ihr auch diese Beauty-Roller oder Gua Sha? Ja, Rosenquarz, ja. Ja, genau, Rosenquarz. Wie seid ihr eigentlich auf die Steine aufmerksam geworden? Woher kennt ihr das? Also Social Media. Mhm. Also ja, also besonders auf TikTok und so geht das gerade rum. Ja. Dieses Phänomen kennen hier auch die Händler und Händlerinnen gut. Das geht dann von 12 los bis 17, 18, kommen nach der Schule, manchmal vor der Schule so ungefähr und sind ganz begeistert am Einkaufen. Und natürlich auch so die Standards, die man kennt, wie Rosenquarz, Amethyst, Selenit, ne, der berühmte Fasergips. Ja, da hatten wir dann letztes Jahr zwischen März und Juni plötzlich den totalen Ausverkauf von diesen Beliebtheiten, so auch grüner Venturin und so. Und da waren wir völlig perplex. Würdest du mir, falls das schnell geht, einmal bei TikTok das zeigen können? Ja. Es gibt auch Leute, die darüber halt berichten, was die bringen und so, und wie man damit umgeht am besten. Kennst du eigentlich Rosenquarz? Rosenquarz ist der Stein für alles, was mit Liebe zu tun hat. In Clips mit wilden Versprechen werden die Steine als esoterische Alleskönner beworben. Edelsteine mit Heilwirkung sind gerade voll im Trend. Dieser Stein ist auf jeden Fall der Rosenquarz. Ein wunderschöner Stein. Er beruhigt, er gilt irgendwo auch als Schutzstein. Cleaning crystals is very important and I was pretty bad about doing that for a while. You can leave your crystals out in like direct moonlight and sunlight for 24 hours and that is very helpful for cleaning out all those negative energies. Er hilft uns dabei, Mitgefühl zu entwickeln. Und er kann auch dabei helfen, das Herzchakra zu öffnen. Ich glaube da aber ganz fest dran, weil es für mich irgendwie keinen Grund gibt, nicht daran zu glauben. Auch hier in Hannover glauben viele, mit denen wir sprechen, an die vermeintliche Kraft der Steine. Offenbar steigt die Nachfrage nach ihnen. Aber woher kommen sie eigentlich? Immer wieder begegnet uns als Ursprungsort Madagaskar.
Viele der Händler und Händlerinnen, die wir ansprechen, wollen vor der Kamera aber nicht über ihre Bezugsquellen reden. Schließlich finden wir doch noch jemanden. Wo kriegen Sie Ihre Steine her? Holen Sie das dann direkt aus den Ländern oder wie machen Sie das? Nein, ich habe gute Großhändler in Deutschland, die Kontakte in die Länder haben. Zum Beispiel dieser Rosenquarz, Top-Rosenquarz aus Madagaskar, der wird in einer madagassischen Schleiferei bearbeitet. Aber man muss wissen, dass die Gegebenheiten da sehr, sehr schwierig sind. Ja. Ne? Die Leute sind dort vom Beruf Träger oder Hirte. Da gibt es kein Bildungssystem wie bei uns. Die Leute müssen mit 14 anschleppen die Steine. Und das ist der Beruf. Also Sie würden sagen, das ist eher im Prinzip so eine Art auch Entwicklungshilfe oder Unterstützung für die Wirtschaft? Es ist nur Unterstützung im Rahmen deren kulturellen Möglichkeiten. Wenn die sich kulturell entwickeln, dann werden sich auch die ganzen sozialen Dinge mitentwickeln dort. Doch von Unterstützung kann meist nicht die Rede sein. In aller Regel dienen Länder des globalen Südens vor allem als billige Rohstofflieferanten. Im Bergbau herrschen zum Teil problematische Bedingungen und das schon seit langem. Bei einem Erdrutsch in einer Bergwerksregion im Norden von Myanmar sind nach Angaben der Behörden mehr als 90 Menschen ums Leben gekommen. Viele würden noch vermisst. Das Geschäft mit Jade ist einträglich, doch bei den Menschen in der Gegend kommt davon kaum etwas an. Die staubig heißen Goldminen im Niger. Sie zählen zu den schlimmsten Arbeitsplätzen auf der Welt. Nur Kinder haben in den engen Schächten Platz. Es ist der Hunger, der die meisten Familien hierher treibt. Und dazu zwingt, sich täglich in den illegalen Minen in Lebensgefahr zu begeben. Und was ist mit Rosenquarz? Bislang ist dazu wenig bekannt. Wir finden nur einen Artikel im englischen Guardian zum Rosenquarzabbau in Madagaskar. Die Bedingungen dort sollen schlimm sein. Auch auf der Messe ist uns ja immer wieder Madagaskar begegnet. Und tatsächlich, geht man nach den Ausfuhrmengen, gehört das Land zu den Top 3 Exportnationen von Edel- und Schmucksteinen weltweit. Madagaskar verkauft fast so große Mengen wie die Exportgiganten Brasilien und Südafrika. Wir wollen mehr über die Abbaubedingungen vor Ort wissen und schreiben deshalb Händler und Unternehmen an. Woher beziehen Sie Ihre Rosenquarzroller und Gua Sha-Steine und wer sind Ihre Zulieferer? Vielen Dank für Ihre E-Mail. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass wir uns grundsätzlich nicht zu unseren Lieferanten äußern. Großartig. Andere lassen uns gleich ganz ins Leere laufen, reagieren einfach gar nicht. Ich hasse ja so Hotlines, ne? Ja, also ehrlich gesagt haben diese ganzen Anfragen bei den Unternehmen uns nicht so richtig weitergebracht. Die sind alle sehr schmallippig oder antworten einfach gar nicht. Wir wollen uns die Situation in Madagaskar selbst ansehen. Aber das ist nicht so einfach. Die Botschaft stellt keine Visa für Dreharbeiten ohne vorherige Genehmigung der zuständigen Behörden in Madagaskar aus. Und dann kommt ja benötigste Unterlagen und dann... Und das dauert. Ich bin extrem gestresst, weil wir Samstag früh fliegen. Heute ist Donnerstag. Wir haben kein Visum. Für dieses Visum brauchen wir noch die Drehgenehmigung. Da heißt es seit 3 Tagen, ja, kommt. Und sie kommt halt nicht. Zig Mails und Telefonate später klappt es dann doch noch mit Drehgenehmigung und Visum. Gerade noch rechtzeitig. Madagaskar ist die größte Insel im Indischen Ozean. Ein Land etwa so groß wie Frankreich, die frühere Kolonialmacht. Wir landen in Antananarivo, der Hauptstadt. Vom Flughafen holt uns unsere Kollegin Holly ab. Sie recherchiert in der Sache schon länger, kennt sich sehr gut mit dem Bergbau in Madagaskar aus und wird uns die komplette Reise über begleiten. Aber sie wird nicht die Einzige sein. Direkt am ersten Morgen begrüßt uns Madagaskar nämlich erstmal mit einer Aufpasserin, Olivia. Hallo.
Sie arbeitet für das Ministerium für Kommunikation und soll uns von nun an begleiten. Das ist die Bedingung, damit wir hier drehen dürfen. Auch Holly ist heute früh dabei und übersetzt. Wir wollen von Olivia wissen, ob es normal ist, dass Filmteams immer jemanden vom Ministerium mitnehmen müssen. Filmteams have to take someone from the ministry with them. Es ist ganz normal, das zu tun, um sie zu schützen und um jeden von uns zu schützen und um unseren Job zu schützen. Ja, wir sind ihre Begleiter, aber nicht nur das. Wir sind auch Vermittler, besonders für sie, denn wir sind Vertreter des Staats. Wir ebnen ihnen den Weg, um Prozesse zu beschleunigen, zum Beispiel, um irgendwo hinzukommen. Ja, leicht strange Situation hier gerade. Wir haben jetzt die Frau kennengelernt, die uns die ganze Zeit begleiten wird. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am schlauesten anstellen. Wir haben so verschiedene Pläne entwickelt, weil einfach klar ist, zu den heiklen Sachen können wir diese Frau nicht mitnehmen. Niemand an den Minen wird offen mit uns über die Arbeitsbedingungen reden, wenn neben uns jemand vom Ministerium steht. Statt direkt in die Minenregion zu fahren, wie wir es ursprünglich vorhatten, wollen wir mit Olivia lieber erstmal zu harmloseren Orten. Wir hoffen darauf, sie später noch abschütteln zu können. Wir starten also mit einer unverfänglichen Rundfahrt durch die Hauptstadt. Und dabei sind wir gleich mit zwei Autos unterwegs, weil unser komplettes Team, Fahrer, Übersetzerinnen und Olivia mitkommen wollen. Zum Glück sind wir alleine mit Holly im Auto. What do you think about, I think Olivia is her name, right? Yeah. From the ministry, the woman from the ministry. She's kind as a person, but we just have to remember she's an agent of the state. A few years ago, they passed a new code of communication that really restricted freedom of speech. And then, but they said it's the opposite. They said it's to protect journalists, to protect the culture of Madagascar and stuff like that. But actually, they just want journalists to say the good things about Madagascar and not the truth. Von Anfang an sind wir also nicht allein. Und was es bedeutet, in einer so großen Gruppe unterwegs zu sein, merken wir gleich bei einem unserer ersten Stopps. Denn es ist dadurch viel schwieriger, in ein normales Gespräch mit Leuten vor Ort zu kommen. Ich würde gerade lieber einfach zu zweit hier durch die Straßen laufen, muss ich sagen. Und dann hat die Frau vom Ministerium auch noch eine blaue, leuchtend blaue Weste an, wo hinten groß Presse draufsteht, sodass auch wirklich jeder weiß, okay, sie sind da. Medienaufsicht steht da sogar. Also es ist halt very obvious. Undercover ist was anderes. Wir sind mit einem Mitarbeiter von Transparency International Madagaskar verabredet. Deshalb fahren wir zurück in unser Hotel. Valerie ist bei Transparency für den Bereich Bergbau zuständig. Er erklärt uns, dass die Menschen auf dem Land vor allem mit zwei Dingen Geld verdienen können. Landwirtschaft oder Minenarbeit. The number of miners are increasing every year. So we have up to 500,000 people that are working in the mining sectors. But we don't know, we don't have a full detail about the about their numbers and or their identity. So that's also one of the problem. We don't know who they are. They're just flocking from here to here and moving from one location to another. Wir wissen von Valerie, der Großteil des Bergbaus auf Madagaskar ist nicht offiziell genehmigt. Seit 2010 gibt der Staat keine Abbaulizenzen mehr aus. 80% der Minen sind deshalb informell und werden per Hand bewirtschaftet. Wir wollen diese Minen unbedingt ansehen, aber mit einer Vertreterin des Staates im Schlepptau könnte das auch für die Arbeiter problematisch werden. Vor allem, nachdem wir sehen, was nach unserem Interview passiert. Unsere Aufpasserin geht zu Valerie, fängt an, ihm Fragen zu stellen, macht sich Notizen. Ich finde es eine ganz seltsame Situation. Ich bin einmal kurz dazwischen gegangen, um zu erfahren, was sie da eigentlich macht. Und sie fragt ihn jetzt sozusagen im Nachgang, was er uns erzählt hat. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen gestresst auch.
weil ich mit ihm schon kurz auch gesprochen habe, dass wir noch zu den Minen wollen. Zum Glück bekommt Olivia von diesen Plänen nichts mit. Und statt zu den Minen reisen wir erstmal in die Küstenstadt Tuamasina. Hier befindet sich der wichtigste Handelshafen Madagaskars. Wir wollen herausfinden, wo gehen die Mineralien wie Rosenquarz von hier aus hin. But it's not as bad as I thought. Um im Hafengelände drehen zu können, sind gleich drei verschiedene Genehmigungen nötig. Schon vor unserer Reise wurden sie beantragt. Doch der Hafendirektor akzeptiert die mündliche Zusage vom Zoll nicht. Kaum sind wir angekommen, müssen wir das Gelände auch schon wieder verlassen. Statt drinnen das Verladen von Rosenquarz zu beobachten und mit Exporteuren zu sprechen, stehen wir nun draußen vor dem Hafen. Wood, you know the redwood? Yeah. So tell me again, sorry. Ja, ich bin gerade einigermaßen angenervt, weil wir jetzt doch nicht in den Hafen kommen, obwohl es ursprünglich hieß, wir haben alle 20.000 Genehmigungen, die es dafür braucht. Auch Olivia, unsere Aufpasserin vom Kommunikationsministerium, hat uns hier nicht helfen können. Anders als von ihr angekündigt. Doch das war noch nicht alles. Und am Ende des Tages kam dann eben auch noch raus, dass diese Frau Covid-positiv ist. Das ist eigentlich diese Absurdität ins Unermessliche gesteigert hat. Denn sie hat schon vor 2-3 Tagen angefangen zu husten. Wir bleiben zum Glück negativ und fahren weiter nach Ansirabe. Denn eine gute Seite hat das alles dann doch noch. Jetzt, wo unsere Bewacherin in Quarantäne ist, können wir endlich in die Region mit den Rosenquarzminen reisen. Ansirabe ist dafür unser Ausgangspunkt. Es ist die größte Stadt in der Region. Die Wege auf Madagaskar sind lang. Am nächsten Morgen geht es deshalb früh los. Es ist jetzt so um 5. Ich bin richtig müde noch. Und wir fahren jetzt zu den Minen, so 3 Stunden. Dann laufen wir noch ein bisschen und mal gucken, was uns da erwartet. Ich bin auf jeden Fall ganz schön angespannt. Wir fahren in eine ländliche Region, in der viel Rosenquarz abgebaut wird. Laut Weltbank leben rund 80% der madagassischen Bevölkerung unterhalb der internationalen Armutsgrenze. Gerade auf dem Land sind besonders viele Menschen betroffen. Wir haben von einer Mine vor Ort gehört. Um dorthin zu gelangen, müssen wir die befestigte Straße verlassen. Wir sind jetzt zu einer Mine gefahren, von der wir wussten, dass sie so von einer Familie betrieben wird. Aber wir können nicht zu der Mine selbst, weil die geschlossen ist. Da gab es nämlich einen Unfall, wo sich jemand schwer verletzt hat. Wir suchen weiter nach Minen, die noch in Betrieb sind. Mit der Hilfe unseres Übersetzers fragen wir uns durch. Wir gehen zu einer Mine, deren Geodaten wir erhalten haben. Das sieht aus wie auf Safari. Ich finde es auch sehr geil, dass du halt auch einen Jack Wolfskin-Rucksack hast. So, der ist von meiner Oma. Wir wollen niemanden mit der Kamera überfallen. Doch die Menschen hier finden es okay, dass wir da sind. Wir können weiterdrehen. Der Rosenquarz liegt hier unmittelbar unter der Erde. Der rohe Stein ist extrem scharfkantig, splittert beim Zerkleinern. Die Männer und Frauen hier nehmen davon kaum Notiz. Niemand trägt Handschuhe oder sonstige Schutzkleidung. Minenarbeit ist in Madagaskar erst ab 18 Jahren erlaubt. Das scheint diesen beiden Jungs bewusst zu sein. Sobald sie mitbekommen, dass wir sie filmen, machen sie eine Pause. Später setzen sie ihre Arbeit dann doch noch fort. Sie arbeiten hier als Träger. Und einer der beiden, Naina, ist dann sogar bereit, mit uns zu sprechen. Er ist 15 Jahre alt. Meine Eltern arbeiten beide auch hier. Ich bin der Älteste und habe 3 jüngere Geschwister. Meine Geschwister sind dort drüben. Meine Eltern haben mich hierher gebracht.
weil wir nicht genug Geld haben. Wir fragen ihn, was er gerne ändern würde, wenn er könnte. Ich möchte zurück in die Schule gehen. Nur rund 2/3 der Kinder in Madagaskar schließen überhaupt die Grundschule ab. Viele Kinder lernen nie lesen und schreiben. Was ich werden will? Arzt. Nicht alle Kinder aus Nainas Dorf gehen zur Schule. Wie viele es genau sind, wissen wir nicht. Die Eltern können sich die Schulgebühren oft nicht leisten und nehmen ihre Kinder deshalb dann mit zur Arbeit. Ein weiterer Arbeiter gibt uns ein Interview. Mein Name ist Sis. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin müde von der Arbeit. Wir sprechen ihn auf die beiden Jungen an, die hier arbeiten. Schließlich ist Kinderarbeit ja verboten. Es ist absolut verboten. Aber weil die Familien nicht genug Einkommen haben, müssen die Kinder ihren Eltern helfen. Das ist nicht in Ordnung. Es sollte nicht in Ordnung sein. Aber auch bei Sis war es so. Als ich 16 war, habe ich die Schule abgebrochen, um meinen Eltern zu helfen. Denn das Leben war unbezahlbar. Ich wäre lieber zur Schule gegangen, aber so ist das Leben nun mal nicht. Das Leben ist schwieriger geworden, also musste ich meine Eltern unterstützen. Aus Deutschland haben wir einen der Antifaltenroller aus Rosenquarz mitgebracht. Have you ever seen something like this? Das ist Quarz. So sieht er aus, wenn er von Maschinen bearbeitet wurde. Das ist das Produkt, nach dem es hier abgebaut wurde. Hier graben wir sie einfach aus und die Leute im Ausland stellen dann sowas her. Ist das Gold drumherum? Das ist Metall. Metall? Und wozu braucht man das? Dekoration? Es ist fantastisch. It's like a facial roller and you have to go like this. Sis und die anderen finden die Roller erstmal ganz witzig. Aber die Stimmung ändert sich, als wir über den Preis in Europa sprechen. How much is this worth? In your opinion. Sometimes they sell them for like 40 euros. Habt ihr das gehört? Ich bin ziemlich schockiert, dass es so teuer ist. Für mich heißt das, dass der Preis hier auch steigen sollte. Pro Kilo Rosenquarz bekommen die Menschen, die hier arbeiten, 400 Ariary. Das sind etwa 10 Cent. Im Dorf entspricht das 2 Zigaretten. Als wir wegfahren, fühlen wir uns seltsam. Als weiße Journalistinnen aus Europa in die Lebenswelt der Menschen hier einzutauchen, nur für so kurze Zeit, das fühlt sich nicht richtig an. Aber wir finden es auch wichtig, über etwas zu berichten, das bisher kaum bekannt ist. Wir fahren zu einer weiteren Mine. Auf dem Weg dorthin müssen wir noch ein Problem lösen. Obwohl unsere Aufpasserin mit Corona zurück in der Hauptstadt ist, lässt das Kommunikationsministerium nicht locker. Ruft ständig an. Eine Ausrede muss her. Ich schreibe jetzt der Frau vom Ministerium für Kommunikation, dass wir abreisen werden am Sonntag, weil wir am Anfang unserer Reise einfach zu große Schwierigkeiten hatten und dass unsere Redakteure jetzt gesagt haben, Schluss, ihr kriegt kein Geld mehr, ihr müsst zurück nach Deutschland. Das heißt, wir lügen sie jetzt richtig krass an und hoffen, dass sie es glaubt. Bei den Minen ist sowieso erstmal kein Empfang. Den Weg dorthin zeigt uns Jimmy. Denn auch wenn wir das Ministerium nicht mehr dabei haben, immer werden wir mindestens angekündigt oder begleitet. Diesmal eben von Jimmy. Er ist eine Art Vorarbeiter in der Mine und wurde vom Eigentümer beauftragt, die Arbeit der Männer und wohl auch uns zu überwachen. Die meiste Zeit weicht er uns nicht von der Seite.
Die Mine hier liegt sehr abgelegen. Es ist die tiefste, die wir auf unserer Suche finden werden. Recherchen des Guardian zufolge werden beim Graben anderer Minen auch immer wieder jüngere Kinder eingesetzt. Wir hören Gerüchte, dass das hier auch so war. Ob das stimmt, können wir nicht sicher sagen. Die Arbeiter, die heute hier sind, sagen alle, sie seien volljährig. Mein Name ist Anjinaya Sanjaja und ich bin 21 Jahre alt. Ich habe mit 17 mit dem Bergbau angefangen. Vor einigen Monaten ist diese Mine zusammengebrochen. Die Arbeiter mussten das Loch neu ausheben. Nein, niemand wurde verletzt. Sie ist zusammengebrochen, als niemand hier gearbeitet hat. Sie brach zusammen, als wir nicht gearbeitet haben. Wir fragen, ob die Arbeit gefährlich sei. Ja, wenn du nicht vorsichtig bist. Und ob er mal mitbekommen hat, dass sich jemand verletzt hat. Ja, habe ich. Er war im Tunnel und die Felsen sind eingestürzt. Ist er gestorben? Mhm. Jimmy, der Vorarbeiter, sagt, es komme überhaupt nicht so oft vor, dass sich Arbeiter verletzen. Doch was wir beobachten, ist anders. Fast jeder, den wir bisher in den Minen sehen, hat an Armen und Beinen Schnittverletzungen. Es ist ein bisschen schwer. Was denken die Arbeiter hier über die Arbeitsbedingungen? Die Antwort klingt abgeklärt. Wir sind immer vorsichtig. Wir erkennen, wenn der Untergrund brüchig ist. Dann gehen wir nicht runter. Machen Sie sich gar keine Sorgen? Nun, wir machen uns schon Sorgen, aber das ist, was uns Geld bringt. Also müssen wir es tun. Ein anderer Arbeiter erklärt uns später noch, was sie hier tun, sei keine Arbeit für Menschen, sondern für Maschinen. Die würden sie auch gerne nutzen, aber dazu bräuchten sie eine Lizenz vom Staat. Die ist zu teuer und wird auch seit Jahren nicht mehr ausgegeben. Wir wollen noch wissen, wie schwer die Steine sind, die sie hier tragen. Sie können bis zu 160 Kilo wiegen, manchmal 120, 110. Wir haben gesehen, wie hart die Menschen, darunter auch Minderjährige, in den Minen arbeiten müssen, um ihre Familien mitzuernähren. Ohne Schutzkleidung, ohne feste Arbeitszeiten und für einen Hungerlohn von teilweise 10 Cent pro Kilo. Je länger wir hier sind, desto absurder erscheint uns der Beauty- und ESO-Hype um die Steine in Deutschland. Wir sind zurück in Antsirabel. Hier sind viele der Exporteure, die den Rosenquarz in alle Welt verschiffen. Wir treffen hier Fidi. Er verkauft die Steine der Mine, die wir eben besucht haben. We make export and we collect. So when we have order, we can buy many stone, variety of stone. Er zeigt uns sein Depot. The stone around 27 ton. 27 yeah. For one this, container. For one container. Mm-hmm. This from especially for we India. Mm-hmm. Order for India. We load this Saturday. Seit 2010 hat Fidi sich auf Rosenquarz spezialisiert. Da sei es leicht, schnell an große Mengen zu kommen. Die Arbeiter an den Minen bräuchten für einen Container etwa einen Monat. Wir wollen wissen, wie sich die Nachfrage entwickelt hat. In 2015, nobody want to buy rose quartz. One year. Now, this up. We don't know next year. This may be down because we depending of the market in China in the big city. Who buys the most stones from you? Chinese and Indian. Until now, I don't have a customer from Europe, from USA, from America. Always Chinese and Indian men. Die Steine aus Madagaskar gehen selten direkt nach Europa, sondern meist erst nach China oder Indien, wo sie weiterverarbeitet werden. Do you think the companies who sell these products, these processed stones in Germany, do they know, can they know where the stones are from? Ene ramantan vemos ver que
Wir haben versucht, auch mit chinesischen Händlern ins Gespräch zu kommen, um zu erfahren, an wen sie letztlich verkaufen. Es ist uns nicht gelungen. Aber die offiziellen Zahlen bestätigen, was wir auf Madagaskar immer wieder gehört haben. Die Hälfte der Schmuck und Edelsteine aus Madagaskar wird nach China exportiert. Deutschland ist auf Rang 4 der Exportziele mit deutlich niedrigerem Handelsvolumen. Was ist also mit den Steinen in den Beauty-Produkten in Deutschland? Viele von ihnen sind made in China. Wir wollen nochmal an die chinesischen Zulieferer ran. Diesmal geben wir uns nicht als Journalistinnen zu erkennen, sondern gründen unser eigenes Fake-Startup Soa Organics. Angeblich verkaufen wir Rosenquarzprodukte. Damit man uns das glaubt, hat unser Kollege Max eine Website gebaut. Wofür braucht ihr eine Fake-Seite? Was wir jetzt schon wissen, sind quasi die Händler hier in Deutschland. Und wir wissen, okay, in Ländern wie Madagaskar wird es aus der Erde geholt. Und was wir noch machen müssen, ist dieser Zwischenschritt, diese Fertigung in China. Und dort wollen wir halt hinschreiben. Die Website ist nur ein Vorwand, mit dem wir ein Gesuch auf einer Handelsplattform online stellen. Wir wollen einen Lieferanten für 10.000 Gesichtsroller finden. Und sofort explodiert unser Postfach. Wir nutzen die Chance, um Fragen zu stellen, auch nach der Situation in den Minen, überall auf der Welt. Wir fragen, ob es Infos über die Abbaubedingungen gibt, irgendwelche Zertifikate. Die Antwort? Leider sei es dem Chef nicht erlaubt, solche Details preiszugeben. Geschäftsgeheimnisse. Wir fragen nochmal. Keine Infos über Abbaubedingungen, nur über die Qualität der Rolle? Ja, heißt es. Das erste sei vertraulich. Und auch beim nächsten Händler fragen wir nach. Gibt es Infos über Abbaubedingungen in den Minen? Das sei uns wichtig. Antwort haben wir nicht. Auch bei anderen Lieferanten. Keine Information. Auch per Mail schreiben wir mittlerweile mit chinesischen Zulieferern. Ein Lieferant schreibt uns, er verstehe, dass wir uns Sorgen machen, ob der Rosenquarzabbau legal sei und ob es dabei Kinderarbeit gebe. Berichte dazu habe er keine. Zum Beleg schickt er uns dieses Video. Wirklich etwas zu erkennen ist da aber nicht. Weil wir uns nicht als Journalistinnen zu erkennen geben, kommen wir schnell mit den Zulieferern ins Gespräch. Kriegen sogar ungefragt Fotos von Produktbeispielen für Soa Organics geschickt. Aber sobald es um die Abbaubedingungen geht, kommen wir auch auf diesem Weg nicht weiter. Also noch ein Versuch. Wir fahren nach Saint-Marie-Oumont, einem kleinen Ort in der Nähe von Straßburg. Hier findet einmal im Jahr eine der größten Messen für Mineralien und Edelsteine in Europa statt. Ach, guck mal, hier ist schon einmal Madagaskar. Auch hier überall Rosenquarz. Viele kennen die schwierige Lage der Minenarbeiter, wissen, dass sie wenig verdienen. Doch man könne nichts machen, hören wir immer wieder. Dann treffen wir einen Händler, der im Laufe des Gesprächs den unausgesprochenen Deal zwischen Händlern und Kunden auf den Punkt bringt. What do you think about the working conditions in the mines for the miners? Awful. Awful. But you buy nevertheless? Like everyone. What can we do? I try to improve the condition of work of my own workers and of my suppliers by paying quite decent prices. But what's happened on the mine, what can we do? But you see, even on this small area, there is at least seven, maybe eight exhibitors who are carrying Madagascan stones. And I guess no one is very, very involved in what's happened on the mine.
Und was ist, wenn Kunden und Kundinnen nach den Arbeitsbedingungen oder nach Kinderarbeit fragen? So I say, okay, I can take any photos and delete the one with the kids on. That's it. And what do you want to see? I will show you what you want to see and don't show you what you don't want to see. And that's it. Keine Kinder auf den Fotos, kein Problem. Um Menschenrechte zu schützen, hat Deutschland das Lieferkettengesetz beschlossen. Ab Anfang 2023 tritt es in Kraft und soll Ausbeutung verhindern. Wird das jetzt helfen? Das Gesetz soll deutsche Unternehmen eigentlich dazu verpflichten, in ihrer Lieferkette auf Arbeitsstandards und Umweltschutz zu achten. Aber bevor es beschlossen wurde, wurde es stark abgeschwächt. Zum Beispiel, indem es nur noch für größere Unternehmen gilt. Unter anderem deshalb sind wir in Schwäbisch Gmünd, um mit Norbert Bartle zu sprechen. So, hier müsste. Ah ja, kann man ziehen. Normal. Hallo, Herr Bartle. Ah, Nadja Mitzkat. Hallo. Bartle hat als Staatssekretär im Entwicklungsministerium maßgeblich am Lieferkettengesetz mitgearbeitet. Keine leichte Aufgabe, sagt er. Dann würde ich das ausgebildet werden, damit ihr das Ding warten könnt. Eines der schwierigsten Gesetzgebungsverfahren, das ich kennengelernt habe in meiner ganzen parlamentarischen Geschichte. Unser heftigster Gegner war der Peter Altmaier, inklusive der entsprechenden Parlamentarier aus dem Wirtschaftsausschuss. Da war heftiger Widerstand da. Der richtete sich unter anderem gegen diesen Punkt. Bis zu welcher Tiefe geht man? Soll die gesamte Lieferkette vom Gesetz erfasst werden oder die Wirtschaft hat immer gesagt, ja, maximal Tier 1. Nur die erste Lieferantenebene. Weiter geht's nicht. Auf Nachfrage schreibt uns der frühere CDU-Wirtschaftsminister Altmaier dazu, nur durch diesen Kompromiss habe das Gesetz auf den Weg gebracht werden können. Nun gilt, Unternehmen müssen zwar auf Menschenrechtsverletzungen reagieren, bei indirekten Zulieferern allerdings nur, wenn sie Hinweise dazu bekommen. Wir haben natürlich auch die großen Handelsketten angefragt. Da hat man uns in der Regel gar nicht geantwortet oder sehr ausweichend. Und dann haben wir uns als Fake-Startup ausgegeben und die Zulieferer in China angefragt. Man hat uns da sehr bereitwillig erzählt, wo die Sachen herkommen, aus welchen Ländern. Aber bei Arbeitsbedingungen war im Prinzip die Aussage immer, können wir nichts zu sagen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, als deutsches Unternehmen wäre ich ja jetzt eigentlich, könnte ich ja dann auch zufrieden sein, auch mit dem neuen Lieferkettengesetz, weil dann muss ich nichts tun, richtig? Ja. Ja, im Prinzip ja. Sie haben dann ihre Pflichten erfüllt, haben nachgefragt. Und wenn es weit keinen Anlass gibt, wenn niemand sich beschwert und sonst keine öffentlichen wirksamen Nachrichten, Informationen vorliegen, haben sie ihre Pflicht erfüllt. Aber ist das nicht ein bisschen wenig? Tja, wie gesagt, an der Stelle gab es halt einer der großen Zankpunkte, wie weit und wie verbindlich geht man in der Lieferkette voran, bis zu welcher Ebene. Da kann ich mir, wie gesagt, durchaus vorstellen, dass man noch ein bisschen verbindlicher wird. Für den Moment hätte man aber nicht mehr durchsetzen können. Oh. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja. Hat mir Freude gemacht. Ich bin ja immer noch an dem Ding dran. Bartle ist froh, das Gesetz überhaupt durchbekommen zu haben. Das Problem mit dem Gesetz ist, dass sich Firmen einfach hinstellen können und das wie so eine Art Feigenblatt benutzen und sagen können, ja, wir haben ja gefragt bei unseren Zulieferern. Und die haben uns gesagt, alles okay. Und das heißt dann für die Leute am Anfang der Lieferkette, für die Menschen, die wir in Madagaskar getroffen haben, da wird sich nicht viel ändern. Die werden einfach weiter nicht gehört, kaum gesehen. Und da wurde einfach eine Chance vertan, grundsätzlich was zu ändern.